So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles. Ich habe jetzt mit dem Farm alles fertig. Ich bin soweit, dass wir jetzt weitermachen können. Ich muss mir allerdings noch mal kurz meine Liste holen, weil ich weiß nicht, mit wem wir dran waren. Ich glaube aber, dieser Part ist jetzt... So, die Hino war beim letzten Mal dran. Das bedeutet, die Sakura ist dran. Okay. Mit ihren 5 Herzchen. Hino und der Christopher haben ein Herzchen dazu bekommen. Mismastrom. Das ist jetzt die große Frage. Der Mismastrom müsste eigentlich... Wasser, okay. Wasser ist, glaube ich, hier unten. Oder? Ja, Feuer und Wasser, okay. Jo. Sakura hat auch soweit alles ausgerüstet. Dann wollen wir mal weiter. So, 44, 47, 27, Erinnerung 5. Na gut, dann ist dieser Kura. Hey, Stilskin, alter Junge. Ob es wohl eine Obergrenze gibt, wie viele Erinnerungen behalten werden können? Wenn dem so ist, was geschieht mit den überflüssigen Erinnerungen? Wohin gehen sie, wenn sie einmal vergessen worden sind? Naja, wie dem auch sei, ich will einfach nur die Reise genießen. Jo, ich glaube, das habe ich aber schon mal mit dir gequatscht. Hier steht, glaube ich, immer nur, dass diejenigen, die nicht elementar in Einklang sind, pipapo, passt schon. So, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Und dann möchte ich die nächsten 2 Dungeons abfarmen. Weil ich kann Moshets Villa und Tipa echt nicht mehr sehen. Oder Tida, Entschuldigung. Und von daher, jo. Jo, die nächste Ebene, das ist auch diesbezüglich die letzte. Also nicht die letzte im Sinne von, es ist alles zuletzt, aber gibt noch andere Gebiete, aber die kann man so nicht erreichen. Machen wir Shella? Ja, machen wir mal Shella, hm? Ach, das ist eine Stadt. Mein Großvater ist toll. Okay. Möchtest du bitte hinüber? Ja, du hast also wieder zurückgefunden, mein Kind. Ah, genau. Shella ist die Stadt der Sakura sozusagen, der Yuks. Hier gibt es viele weise Sachen. Und hier gibt es 2 Sachen. Wenn wir selbst ein Yuk spielen, dann kommen wir in die Stadt ohne Probleme. Dann ist das alles gar kein Thema. Ansonsten, alle anderen Klassen brauchen ein, brauchen so einen Schellerpass, damit der Opa hier die Brücke aufmacht. Diesen Schellerpass finden wir im etwaigen Dungeon. Ich gucke mir erstmal die Schellerstadt an. Wie kann ich dienen? Oh, wir können hier was kaufen. Hier das zum Beispiel. Das kann jeder Charakter sich einmal holen. Kostet 50, das ist soweit okay. Aber auf der anderen Seite... brauchen wir das jetzt nicht. Ich habe jetzt hier mit der Sakura noch mal ein bisschen was abgefarmt. Das bedeutet, ich könnte eigentlich den ganzen Müll mal verkaufen. Glaskugel, Edelstein. Die Fühler sind eigentlich ganz geil, weil die in Tipa sehr, sehr gut, droppen. Genauso wie die Pflanzen und Wundersamen. Warte mal. Streifenäpfel. Ich glaube, die... Reist ihr auch als Karawane? Seid ihr zufällig Amidati begegnet? Er ist ein komischer Yuk, aber er ist der Anführer unserer Karawane. Ich glaube, den haben wir schon gesehen. Ich weiß nur nicht ganz, ob der sich mit Namen vorgestellt hat. So, wollen wir mal gucken. So,
Kämpferwaffe, Meisterwaffe, haben wir alles. Das kann auch alles weg. Schmuckkoffer, Elfenreif kann weg. Muschelseide und Schmuckkoffer. Mal gucken, was besser ist. Ist das schwierig, Informationen zu finden. Ja, auf jeden Fall kann eine Sache weg. Ich will aber nur mal gucken, was jetzt gang und gäbe war. Okay, Zauberkraft. Die Streifenäpfel auch. Aber so viel werde ich nicht brauchen davon. So, aktuell ist es halt so, dass ich immer so 3 Nahrungsmittel beibehalte. Ob nun Klingelkirsche, Buntrauben oder sonst was, ist eigentlich relativ egal. Der Rest kann weg, weil die Sakura ja eher Magier ist. Kämpferwaffe kann weg. Meisterwaffe, soweit ich weiß, auch. Schmuckkoffer habe ich 2 Stück. Elfenreif ist für Jux. Bei Muschelseide bin ich echt nicht so, bin ich, weiß ich nicht so ganz. Muschelseide oder Schmuckkoffer. Ich gucke erstmal, ob ich irgendwo was finde, wo ich halt gucken kann, was die bringt. Seid gegrüßt. Ist euer Durst nach Wissen noch nicht gestillt? Wie kann ich euch dienen? Ah, Feuernadel. Hier können wir also Sachen kaufen. Coole Sache. Scheller Pass. Die verkaufen, glaube ich, alle Scheller Pass. Hier können wir... Oh, da muss ich mal gucken, was wirklich gut ist für uns. Böse Gerüchte kamen mir zu Ohren. Etwas von einem schwarzen Ritter. Eine Leiter. Aha. Ist da etwa ein Mokri-Haus? Wunderbar. So, ein Stempel. Super. Dann habe ich die Gruppe auch komplett. Glückwunsch. Vervollständige Gruppe. Super. Ja, ja, Minispiel kann nur im Mehrspielermodus gespielt werden. Nein! Doch. Ich verwechsel das auch immer wieder. Ich bin halt immer gewohnt, immer auf Nein, immer eins runter zu klicken wegen Zelda. Jo, machen wir den nochmal zurecht. Der verliert auch immer seine Farbe, weißt du, immer. Das ist unglaublich. Der verliert noch ein paar. Ich weiß nur nicht, wie der Intervall ist. Kriegen wir das hin? Ja, komm schon. Auf. Nicht schlecht, Kupo. Super. So. Wir wollen den Kleinen ja. So, wir wollen es nicht zu tief machen. Sonst muss ich den nachher noch waschen. Bei Waschen freut er sich extremst. Das ist wirklich so. Dann sagt er, oh, wie wundervoll. Sagt aber hier auch. Nee, hier sagt er nicht schlecht. Beim Waschen sagt er irgendwas mit wundervoll und ist total happy und hast nicht gesehen, aber es bringt halt nichts, weil das Waschen halt nur die Farbe setzt. Wir können ihn auch stutzen, aber was das Stutzen bringt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nur eher so... Hier noch. Ich habe früher mal versucht, dem irgendwelche Muster ins Fell zu schmieren, aber so richtig hat das nicht geklappt. Das war mir auch irgendwann zu doof, weil den habe ich sowieso nie gebraucht. Und jetzt, wo ich weiß, was die Farbe macht, braucht er das eigentlich auch nicht. Aber es ist ganz lustig. Oh, ich dachte schon, der lässt mich da jetzt nicht raus, dieser kleine Gnom. So. Wunderbar, das ist der Kristall, der ist, ja, ich weiß nicht so richtig, der scheint ein bisschen Glanz schon ein bisschen zu verblassen. Hast du schon den Norm getroffen? Er ist ein besonders helles Köpfchen. Sicher? Ah, an das gestern kann ich mich heute nicht mehr erinnern und das heute werde ich morgen vergessen haben. Und wer bist du? Ja, die Sakura ist hier definitiv nicht allein. Hier hat man natürlich ganz viel Gesprächsbedarf. Warte, kam ich von hier? Nein, ich kam von der linken Seite. Was haben wir denn hier? Was ist? Ah, Muschelseide. Jadereif.
Zweimal Silber, einmal Jade, eine Rosenblüte. Hm, die Frage ist, was bringt der Waffe? Was bringt der Schmuckkoffer? Silber, Rubin und Rosenblüte, okay. Blumenreif. Schön. Was ist es so verwunderlich, dass ein Selki die Magie erforscht? Ich forsche an nichts Besonderem. Den Gedanken hat bestimmt jeder schon einmal gehabt. Na, nur war bis jetzt keiner damit erfolgreich, so dass ich der Erste sein werde. Ist das verrückt? Ist es toll. Pa, du hast doch keinen blassen Schimmer, womit ich mich überhaupt beschäftige. Ich suche nach einer Möglichkeit, auch ohne Kristall die Welt zu bereisen. Ach, das ist enorm. Frei und ohne Sorgen durch die Welt reisen. Wäre das nicht schön? Und vielleicht kommen wir dann sogar völlig ohne Kristall aus. Dann brauchen wir auch keine Karawanen mehr und hätten eine große Sorge weniger. Ja, dann hätten wir aber auf der anderen Seite auch eine Aufgabe weniger. Darf man nicht eine Sorge weniger, ist auch eine Aufgabe weniger. Und somit auch ein Hoffnungsschimmer. So, da haben wir nochmal den Norm getroffen. Das ist der Selki, der irgendwie, was prüfen? Da ist doch was. Ah, Bronze. Cool. Wir können also in die Häuser halt leider nicht rein. Das ist wirklich nur Oberwelt. Jahrzehnte erforsche ich das Mysterium der Magie. Schön. Der Weg der Magie ist lang und voller Rätsel. Und ein Rätsel führt zu weiterer Vergesslichkeit. Was sagte ich soeben? Alter, ich glaube, der hat Alzheimer, der Kerl. Armer Bursche. Die laufen alle so komisch. Voll die Langarme. Lass mich raten, du erzählst irgendwas. Erde, Wasser, Feuer, Wind. Erde, Wasser, Feuer, Wind. So einfach, dass ich es vergesse. Hä? Es gibt vier Elemente dieser Welt. Erde, Wasser, Feuer, Wind. Ja, es gibt aber auch noch ein fünftes. Aber das wissen wir hier offiziell hier noch nicht. Auch bei uns Lilith soll es einen großen Magier gegeben haben. So steht es geschrieben. Natürlich interessieren wir Klavatz uns für die Geheimnisse der Magie. Und die vier Elemente ist doch ein alter Hut. Wer sie nicht kennt, kommt auch nicht nach Schellar. Da hast du recht. Mit der Kraft der Magie werden wir Lilith unbezwingbar. Unsere Zeit wird wieder kommen. Ja, ja. Hallo, Dame. In meinen jungen Jahren war ich auch so wissbegierig. Ach, was waren das für Zeiten. Na, schön. Schön, 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 schön. Was? Gab es hier noch irgendwas zu lesen? Nein. Jo, das war also die, wie heißt's? Die Dingsbums, die Stadt der Sakuras. Ja, wir können hier sonst nicht so viel kaufen, das ist das Problem. Hier können wir viele Sachen kaufen, ja. Viele Skizzen. Aber ins Tagebuch eingetragen. Das ist doch super. So, dann müssen wir hier lang. So. Ja, dann wollen wir auch mal einen Dungeon machen. Ich will jetzt nicht nur die Stadt erkunden. Veolu. Vor langer, langer Zeit kehrte Frieden ein in das von Kriegen zerfurchte Land. Und das Volk der Liltis sorgte... Endlich konnten Reisende die Straßen begehen, ohne Angst vor Monstern haben zu müssen. Die Yuks erschufen eine gigantische Wasserschleuse, die Wasser aus dem Schellersee in den Jagornfluss leitete und einen kleinen Bach zu dem großen Fluss machte, der es heute ist. Mit der Zeit verwandelte der Jägornfluss diese riesige Ebene von Fum in ein bebaubares Ackerland und bot damit eine sichere Nahrungsquelle für alle. Da haben die Lilith und die Yuks zusammengearbeitet. Für uns ist die Schleuse wertvoller als alles andere. Das stimmt.
Die Wasserschleuse Veolu. Auch schöne Musik. So, okay, Kupo, dann nimm das mal mit deinem frischen roten Wanst. Bin ich mal gespannt, was hier uns erwartet. Das ist, glaube ich, auch... Noch geht's. Die haben ja alle so eine Evolutionsstufe, diese Dungeons. Bedeutet, nach einer Weile entwickeln die sich weiter. Das geht bis Stufe 3. Und dann wird es halt auch immer interessanter und größer mit denen. Das hat nur offiziell keine Karte. Das geht einem so ein bisschen auf den Sack. Das bedeutet einfach testen. So, was haben wir denn hier? So, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich hier angefangen habe, ein bisschen rumzueiern. Aber ich glaube, die lassen viel Eis fallen. Und Eis wird halt, glaube ich, nicht wirklich gebraucht. Das befürchte ich. Ah, hier waren wir schon. Okay. Später im Verlauf des Spiels... Ach nee, das spoilere ich jetzt nicht. Ich weiß es zwar und die meisten wissen es wahrscheinlich auch, aber... Ja, da sieht man dann schon. Steht hier unter Wasser und wahrscheinlich werden wir da irgendwann an die Truhe rankommen. Aber hier heute jetzt glaube ich nicht. Also heute in dem Spiel. Ist natürlich ärgerlich, sowas stehen zu lassen. Wie, du willst... Ach nee, das sagt er hier glaube ich öfters. Weil der... Die KI immer denkt, wir würden im Kreis laufen und das passiert halt auch. Auch wenn du strikt zum Boss gehst. Kommen wir hier runter? Nee. Na, solange keine Monster sind, kann ich den Kelch nehmen. Das ist kein Problem. Ich weiß, dass du den Kelch wieder nehmen kannst. Dann nimm ihn. Hier sind wieder Monster. Oh, Schellers Pass. Okay, das braucht... was geht denn hier ab? Das ist das Problem. Wenn wir das loslassen, hau das Ding ab. Da müssen wir jetzt... ein bisschen... Ach, Mann. Das ist ein bisschen doof. Das Ding muss da drauf. Dann müssen wir da hin. Den schnell nehmen. Und dann passt das. Ja, das hat man hier öfters. Und solche kleinen, waghalsigen Aktionen. Finde ich an sich immer ganz lustig. Also bringt auch ein bisschen Varietät rein. Ist die Frage, wofür brauchen wir das Ding? Brauchen wir das noch? Brauchen wir das schon? Brauchen wir das gar nicht? Oh, du... Oh, Feuer ist gut. Sanitas. Ah, hierfür brauchen wir das, glaube ich. So, die Sakura hat jetzt wieder ein bisschen, bisschen Magie gekriegt. Das ist doch schon mal super. Hier kommt der Vita-Zauber hin. Hier kommt der Feuerzauber hin. Und hier kommt der Eiszauber hin. Den löse ich mal auf. Weil ich glaube nicht, dass ich Gravitas brauche. Okay, von hier kam er. Okay, wir haben hier eine große Runde gelaufen. Das war schon richtig so. Gut. Wollen wir mal gucken, gibt es hier noch irgendwas? Ne, von hier kamen wir. Okay, und sind dann direkt hochgegangen. Alles klar. Steht alles unter Wasser. Das ist, wie gesagt, ja ganz gut. Aber so richtig... Ich kann den Kelch wieder nehmen. Geh mir nicht auf den Sack.
erst heult er rum, ich will den Kelch nicht mehr nehmen und jetzt kann er den Kelch auf einmal wieder nehmen. Also hier spinnt der kleine Gnom echt verrückt. Also entweder nimmt er den jetzt oder nicht. Kam ich von hier? Nee. Was haben wir denn hier? Ein Bohrer. Ich glaube, der hat... Oh, der gibt Abwehr. Aber ich glaube nur plus 1, meine ich. Habe mal eine Liste mit allen Artefakten gemacht und sozusagen eine Ausmalstrichliste erstellt für die einzelnen Charaktere, dass ich ungefähr weiß, wie viele Artefakte jeder Charakter hat, dass die alle einigermaßen gleich sind. So. Hier hat man das. Aber hier ist es relativ nah. So, den Kelch mal wieder, kleiner Zwerg. Ich will aber noch die Runde fertig laufen. Und wer weiß, was hier noch kommen kann. Ah, hier können wir also lang laufen. Die Frage ist, wo kommen wir hin? Diese Wabbelpudding. Pudding heißen die. Gibt's hier irgendwas? Oder ist es nur eine Sackgasse? Die sind, glaube ich, gegen Feuer allergisch. Ja. Gegen Eis. Die sind alle relativ resistent gegen Eis. Macht aber auch Sinn, weil die halt hier so wasserbezogen sind. Ja, Silberreif. Ich glaube, den Silberreif habe ich schon. So, wo ist denn eigentlich meine Liste hin? Da, die liegt auf dem Rechner. Da darf ich nämlich nicht vergessen einzutragen, wer was kriegt. Dass ich weiß, was ich offscreen abfahren muss. Bin mal gespannt, wie lang die Folge heute hier wird. Ich mache ja immer einen Dungeon, eine Folge. Aber die Dungeons hier, die späteren Dungeons, nicht die Anfangs-Dungeons, die werden ja alle langsam Stück für Stück größer. Das sind so diese zwischen diese Mini-Boss-Monster. Die hinterlassen normalerweise ein Relikt. Normalerweise. Naja, gut, passt schon. Nein! Es ist extrem schwierig abzuschätzen, ob der richtig steht oder nicht. So, das schickt. So, da müssen wir lang oder können wir lang? Ich weiß es nicht. Na, da müssen wir lang, okay. Aber dank dem Vita-Zauber ist es eigentlich ganz entspannt. Von daher, wenn man ein bisschen Ruhe hat, sich einfach mal heilen. Man heilt sich übrigens nicht, wenn man den Vita-Zauber benutzt und den hier macht. Sondern man muss halt schon irgendwie in der Range stehen. Der Dungeon wird später richtig komplex. Mal um weiterzukommen, der trocknet, glaube ich, irgendwann aus. Und dann müssen wir hier irgendwas, dann müssen wir den ganzen Kram wieder Leben einhauchen. Und dann können wir wahrscheinlich auch hier runter. Jetzt habe ich doch gespoilert, scheiße. Naja, das Spiel ist von 2004. War ich hier schon? Nee, ne? Warte mal, Feuer. Brennen. Eine Sternmöhre. Na, komm schon. Super. Was haben wir hier? Ja, schon, lass, pass.
Jo, wenn du mit irgendeinem Charakter den Schellerpass brauchst. Doch, kannst du das Ding nicht einfach darstellen? So wäre mir das alles viel lieber, aber nein. Ist immer nur ein halbes Herz, ne? Okay. Wenn das nicht so schnell wäre, könnte man mit Vita eigentlich... Könnte man sich mit Vita permanent hochheilen und bräuchte den Kelch nicht. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, das geht nicht. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn die anfangen, ihren Spell zu casten, brauchen die so lange, dass du da schon mit dem Hammer ein bisschen draufhauen kannst. Das bedeutet, ja... Das war immer ganz nett, aber... Noch. Na komm schon, greif. Normalerweise ist der Gravitas-Zauber für fliegende Feinde ganz gut. Aber ein Herz für Sakura. Super. Götterspeise, ja. Also jetzt die Frage, wo kriegt man die Zutaten her? Wenn der ganze Kram hier so wichtig ist, warum haben die den ganzen Shit denn hier so... Ach, ich frag nicht. Ich frag erst recht nicht. Meine Frage wäre halt gewesen, falls es jetzt ein bisschen zu leise kam, weil das habe ich eigentlich eher zu mir gesagt. Hui, ein Kupo-Haus. Super. Meine Frage ist gewesen, wenn das Ding so wichtig für die ist, warum haben sie dann angefangen und haben den Ort von Monstern verlaufen lassen? Also die haben noch einen zweiten Stock, aber da ist meistens nichts drin, nichts Besonderes, also von daher. Hier runter kommen wir auch nicht, das bedeutet, ich muss wieder zurück. Kelch ins Wasser werfen, ups. Hängen wir fest. Ich weiß aber nicht, ob das geht, ich glaube nicht. Aber es wäre ganz lustig. Und dumm. Immerhin bedeutet der Kelch ja überleben. Oh, wir sind schon durch. Dann ist er doch noch nicht so komplex. Wie lange sind wir denn jetzt? Bei 28 Minuten. Naja. Kann ich eigentlich noch eine kleine Reise machen? Jo, das ist also der Golem. Der ist normal dafür da, um den Ort zu beschützen. Der sieht in Kupo jetzt ein Monster und wird dadurch aggressiv. Normalerweise greift er keine Menschen an. Aber wegen dem fliegenden Kupo... Naja, müssen wir den mal ein bisschen Manieren einbläuen. Jo. Ist halt die Frage, was ist besser gegen den? Feuer oder Eis? Der macht ganz schön Krach. Mit dem kann man sich so ein Zauberbattle geben, weil wenn er nämlich anfängt, auf dich reinzukommen, ja, dann geht er nämlich zurück. Ich will mal was probieren. Ich will mal gucken, ob Gravitas vielleicht bei dem was bewirkt. Wenn du genau in der Mitte stehst, dann treffen dich die Dinger nicht. Ich stand jetzt ein bisschen
glaube, das bringt nichts. Ich glaube, ich bin mit Schlagen hier echt besser bedient. Der gibt uns jetzt so ein kleines... Oh, die beiden schon wieder. So. Hauen wir nochmal einen Vita drauf. Den haben die Jukes gemacht. Siehste? Konnte ich meine... Ja, der macht jetzt hier ein bisschen Aua, aber das passt schon. Solange ich halt noch kein Doppelfeuer oder so habe, ist es halt alles ein bisschen doof. Aber das passt schon. So, Riesengolem gegen Sakura-chan. Loser, Riesengolem. Easy. Düb, 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 düb. So, wollen wir mal gucken, von wem die Sakura heute einen Brief bekommt. Dün, 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 dün. Das macht's aber behutsam. So, ich will dann gleich nochmal in Sakuras Stadt rein. Und mir mal notieren, was für Dingsbums ich überhaupt brauche. Postkupo. Bitte sehr, Kupo. So, von Lana, der Mutter von Sakura-chan, einen Brief erhalten. Der Wind verriet mir, dass du in Scheller bist, so weit von zu Hause. Ich bin erfüllt mit Stolz, wenn ich daran denke, wie erwachsen meine Tochter geworden ist. Sternmöhre, oh super. Ja, ich bin wohl auf. Komm, schick mir da mal ein bisschen Kohle. Super. Erinnerung 7. Ja, immer wenn wir einen Tau der Mire finden oder sammeln, kriegen wir einen Punkt auf Erinnerung. Es ist allerdings schwierig, was dieser Wert zu sagen hat. Physischen Attacken standhalten. Ja, das haben wir ja gut gemacht. Ja, 106 kann man gelten lassen. So, was haben wir denn bekommen? Baskenmütze plus 1 Stärke. Nee. Brauchen wir nicht. Die Sakura arbeitet ja mit Dingsbums. Ah, grüner Filzstift. Mit Magie. Deswegen ist es immer... Oh, Mondemblem ist eigentlich ganz geil. Oh, das ist alles geil. Waisenstab plus 3 Magie wäre super. Aber Mondemblem auch. Bora, ja, das hat die, ja, das haben wir, das haben wir. Ich würde das Herz nehmen. Dann hat die Sakura das nämlich auch schon. Und kann ja dann offscreen den Dungeon noch ein, zweimal abfarmen, um die anderen Sachen zu holen. Na. Gut, Violu ist gereist. Da kommt uns nichts entgegen. Dann will ich nochmal hier nach Scheller. Wie gesagt, mir nochmal Notizen machen, was man wie wo was braucht. Für was?
Ja, ich möchte rüber. Danke. So, hier kann ich nur kaufen. Der Schneider war, glaube ich, hier auf der rechten Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Na? Nee. Der war unten, okay. Also im Südosten. Jo. Schmuckkoffer. Muss ich mir nochmal aufschreiben? Sekunde. Nee, das mache ich auf der anderen Seite. Schmuckkoffer. Er gibt Blumenreif. Und braucht 2x Silber, 1x Rubin und eine Rosenblüte. Ja, ich hätte mir das natürlich auch offscreen herstellen können. Aber, und 400 Tacken. Und was haben wir hier? Das war Muschelseide. Muschelseide ergibt den Blumenkranz, ne? Jadereif. Und braucht auch 2x Silber. Einmal Jade und auch eine Rosenblüte. Ich muss mal gucken, was das ergibt und ob ich mein Mädelssohn-Ding bastel. Also einfach, die Hino kann das ja auch alles tragen, kann es aber nur ein Accessoire tragen. Die Frage ist halt, was bringt's? Ja, wenn es jetzt irgendwelche super Resistenzen oder so braucht, wäre es halt super. Aber es muss halt nicht sein. So. Also dann kann ich es halt schon tragen, aber wenn es halt einfach nur was Hübsches ist oder so, dann... Meh. Meh. Ich würde ja gerne nochmal ein bisschen rumreisen. Und vor allem gucken, wo es beim nächsten Mal weitergeht, weil ich habe jetzt aktuell so viel gefarmt, dass ich sagen würde, es reicht. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich den Tau der Myrrhe sammle, ob ich einfach den Kram offscreen machen soll. Sprich, ich klappe jetzt nochmal 2 Dungeons ab, die jetzt wieder Myrrhe haben, aber die wir im Let's Play schon kennen. So, dass ich nicht 2x den gleichen Dingsbums drin habe. Auf der anderen Seite entwickeln die sich ja auch. Weißt du, was ich meine? Von daher kann es halt auch schon mal ganz lustig sein, mal so eine Entwicklung von so einem Dungeon mitzunehmen und den dann vielleicht zu vergleichen. Ja, naja, auf jeden Fall werde ich das Let's Play so lange ziehen, bis ich sowieso alle Artefakte habe oder zumindest nah rankomme. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, irgendwie recht schnell... Feuer! Feuer war in Moschets Villa. So, einfach mal schnell umwandeln. Moschets Villa ist für die Sakura so ein richtig scheiß Dungeon. Weil es da einfach ganz, ganz wenig Dingsbums gibt. Ich verkaufe nochmal Müll. Oder Sachen, die ich nicht brauche. Weil es da halt ganz wenige Zauber gibt. Der ist halt recht klein und da findest du viel Geld, aber so, oder beziehungsweise einiges an Kohle, aber das war es auch schon. Während Tida schon ein recht großer Dungeon ist. Und, hey, dich habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Die lange Suche nach dem Tau der Myrrhe ist eine Probe, die uns auferlegt wurde. Doch die jungen Karawanen werden schon bald diese Probe bestanden haben und eine frohe Zukunft bringen. Ja, der labert immer so einen geistigen Dünnschiss. Manchmal nicht, aber
Also Proviant für die Reise brauche ich nicht. Ich habe 2 Phönixfedern, die brauche ich nicht. Bronze brauche ich nicht. Götterspeise brauche ich erstmal auch nicht. Obstkern, Schellers Pass braucht dieser Kura ja generell nicht. Fleischfisch braucht die auch nicht. Das kann weg. Ja. Sakura ist reich mit 4000 Tacken. Das brauchen wir auch. Ich werde den nächsten Dungeon nicht mit Sakura machen, aber trotzdem werde ich jetzt ein bisschen mit ihr rumreisen. Damit wir einfach mal ein bisschen. Damit ich auch einfach mal was anderes sehe. Ich meine, die Hino hatten wir ja beim letzten Mal auch knappes Stündchen ungefähr. Von daher. Jo. Gibt mir auch wieder viel Material für den Endcard für Hinos Part. Da ich das sowieso nicht kommentiere. Also ich kommentiere das schon, aber naja. Es ist halt immer noch die Frage, wie ich das mit den Endcards machen soll. Soll ich da eher das Offscreen-Gefarme so ein bisschen reinschneiden? Oder wirklich einen Teaser für die nächste Folge geben? Dann muss ich aber auch, wie heute zum Beispiel, kann ich dann den Endcard und den Part von der Hino erst dann hochladen, wenn ich den Part jetzt hier fertig aufgenommen habe, weil ich dann einen Teaser halt habe. Auf der anderen Seite sollte ich mir vielleicht doch eher so, sollte ich es wirklich machen wie bei Kingdoms of Amalur und Head in Time, wo ich einfach sage, okay, heute spiele ich mal wirklich 3-4 Stunden oder 2-3 Stunden das Spiel und nimm es auf. Das wird jetzt... Nein, nicht runter, nicht runter, nein! Das wird jetzt interessant. Jetzt müssen wir nämlich mit dem Fluss arbeiten. Jägernfluss. Das habe ich schon mal gesagt, aber die Musik ist toll. Könnte ich eigentlich nur hier stehen und zuhören. Schön. So, hier ist nämlich jetzt dieser Karrentyp. Der ist jetzt wieder da. Und er kann uns jetzt rumreisen. Wohin wollt ihr? Zum anderen Ufer. Erstmal macht 50 Kill pro Nase. Alles gut. Wir legen gleich ab, also rauf auf den Kahn. Ich glaube, der nimmt wirklich auch nur 50 Kill, glaube ich. Also ist jetzt nicht so, dass wir die gesamte Karawane darüber schippern und sagen, okay, wenn wir 8 Leute haben, müssen wir auch 400 Tacken bezahlen. Soweit ich weiß. Müsste man mal testen. Ne, der bringt uns jetzt erstmal zum anderen Ufer. Dann trocknet der Fluss aus irgendwann. Dann gibt es Probleme. Und irgendwann merkt der ja einfach nur nach links und rechts fahren, ist halt doof. Und dann kann der uns auch mal woanders dahin fahren. Aber das muss sich alles erst noch entwickeln im Laufe des Spiels. Das habe ich schon wieder gespoilert. Ja, ich nehme es hier bei dem Spiel mit Spoiler nicht so ernst. Dafür gibt es genug Spiele, wo ich keine Ahnung von habe. Kingdoms of Amalur zum Beispiel. So, gibt's hier irgendwas? Ich meine, hier in irgendeinem von diesen Hafen gibt's auch so ein Kupo-Haus. Bin mir nur nicht... Doch, ich weiß wo. Jetzt weiß ich auch, wo es war. Hier. Ich will mir natürlich einen Stempel holen. Wie gesagt, ich arbeite jetzt hier keine Liste durch. Ich gucke einfach ein Loch reingehen. Ich gucke jetzt keine Liste durch, um alles wirklich zu 100% die Stempel zu kriegen, sondern erstens laut Erinnerung, wo ich was finde und zweitens, wo mich mein Instinkt halt hinführt. So, der Kleine ist noch einigermaßen rot, das passt. Wenn der mich mit Zauber unterstützen sollte, was so schon schwierig ist, soll er wenn schon Feuerzauber benutzen, das ist gegen das meiste... Wie heißt gegen das meiste aktiv, gegen das meiste effektiv, Entschuldigung. So, das ist jetzt die andere Seite. Das wird lustig, hier sind auch nochmal 2 Dungeons, die können wir auch mitnehmen. Aber jetzt nicht mit der Sakura, sondern für die nächsten Parts dann. Celepation, das ist die Geburtsstätte des Windes. Das wird eklig. Das würde ich gerne mit der Hino oder mit dem Dingsbums machen. Mit dem Christoph.
Christoph ist. Laut Reihe ist der Christopher danach dran. Dann könnte ich das machen. Dämonenstätte. Und hier ein neuer Misma-Strom. Erde. Okay, das geht noch. Es gibt nämlich irgendwo auch einen Misma-Strom, der kein Element hat. Und da müssen wir das. Müssen wir selbst erschaffen. Aber wir sind mit der Sakura noch nicht fertig. Gehen wir mal hier nach Fum. Das ist sozusagen die Stätte der Saschas. Wir haben ja jetzt die Stätte der Liliths. Alphitaria ist ja hier vom Christopher Hensel die Stadt, die Heimatstadt. Scheller ist die Heimatstadt von der Sakura, von der Rasse, ja. Und hier, das ist, sieht man auch schon, ruhig, ländlich. Und hier sind ganz viele Klavats. In unseren jungen Jahren sind wir auch als Karawane um die Welt gezogen. Schön. Ich finde, Briefe können sehr ermutigend sein. Vor allem, wenn sie von der Familie kommen. Ja, die haben alle so kleine Weisheiten, so Bauernweisheiten, die einfach schön sind. Also, wenn ich mir eine Stadt hier aussuchen würde, wo man leben könnte, würde ich sagen, hier, Fum. All das Brot und Fleisch, das du isst, kommt aus diesem Dorf. Vergiss das nur nie. Die tollen Spezialitäten aus Fum stärken Geist und Körper eines jeden Reisenden. Super, wir können hier super schöne Sachen kaufen. Aber wird ja sowieso hier alles gemacht. Also von daher, wo wohl die sanfte Brise entsteht, die Mühle in Bewegung setzt. Ja, das werden wir auch noch später in den nächsten Parts erfahren, woher der Wind kommt. Ich vergesse in letzter Zeit einfach alles. Nur wie meine Kühe heißen, weiß ich noch. Sie scheinen alle Probleme mit irgendwelchen Erinnerungen zu haben. Ja, das sind sozusagen die Kühe. Die haben, glaube ich, auch verschiedene Nummern, weil hier gibt es, glaube ich, auch ein Kuhrennen. Ich weiß nur nicht, ob es das immer gibt. Schön. Wenn mein Mann doch auch mal etwas an etwas anderes denken würde als an seine Kühe. Tja. Dann musst du dem Mann vielleicht mal was anbieten, dass er auch was an was anderes denkt. Aber ja, das ist halt der Fall. Gibt's hier nicht noch irgendwas? Ich guck mich einfach mal hier in Ruhe um. Ich habe ja Zeit. Nee, gut, hier gibt's nichts mehr. Okay, von da kamen wir. Dann gehe ich halt nochmal kurz hier hoch, guck mal, was da zu holen ist oder ob es da irgendwas gibt. Ist schön hier. Doch, schön hier. Ne, hier gibt's nichts. Okay. Wundert mich, dass es da auch nichts versteckt gibt oder so. Das wäre natürlich die optimale. Das wäre natürlich das optimale Angebot. Na, die Stadt ist ein bisschen größer. Prüfen, ein Mokri-Haus. Oh, super. Haben wir das doch auch. Ja, komm, das können wir mit Sakura machen. Machen wir den Part ein bisschen länger. Richtig, ich würde gerne einen Stempel nehmen. Dann gibt es jetzt einen weiteren Stempel. Kupo, super. Die Gruppe ist voll. Glückwunsch, vollständige Kupo-Gruppe. Das Minispiel, einfach Mokri ansprechen. Ja, passt, aber es gibt eine kleine Bedingung. Game Boy Advance-Kabel. Jo. Verstanden, bloß nicht nochmal. Also ich gehe nochmal hier rum, um es euch mal zu zeigen. In der Regel ist hier oben eigentlich nur das Bett von dem. Und manchmal wohnen die auch zu zweit hier drin. Da sagt die so, mein Mann ist unten, mein Mann ist unten. Mehr sagen die nicht. Und deswegen spare ich mir das in der Regel bei den Häusern, weil es da oben nichts gibt. Manchmal wirst du nach oben geleitet, der Mann, der dir dann einen Stempel gibt, aber das war es dann auch schon. Ist aber sehr selten. So, jetzt können wir hier außenrum bei der Kuppel entlang. Oder der Städtegenre sagt Kuhweide. So, die schwätzen. Das Landleben ist eine einzige Zumutung. Überall nur Kühe und Grünzeug. Wo bleibt da der Luxus? Ist Ruhe nicht Luxus? Diese Natur ist Balsam für meine Nerven. Hier soll später meine Familie wohnen. Super. Und außerdem muss der Dieb auf frischer Tat ertappt werden. Das hat Mutter gesagt. Okay. Sag uns Bescheid, wenn du den Apfeldieb siehst. Oh, hier werden Äpfel geklaut. Das geht ja mal gar nicht.
Also, Äpfel klauen, das ist natürlich ein schweres Verbrechen. Mit meinen Brüdern kann ich den Dieb vielleicht fangen, aber was machen wir dann? Dann müsst ihr sagen, ja, mein Mann ist ein richtiger Angsthase. Ich wünschte, er würde sich männlicher geben. Da hast du recht. Muss ja nicht alles irgendwie hier so ein... Man muss sich ja nicht bei allem gleich einscheißen. So, hast du noch was zu sagen? Ich und meine... Okay. Ah, die laufen hier die ganze Zeit rum. Okay, ich und meine Brüder, hast du noch was zu sagen? Dem Dieb verhaue ich ordentlich den Hintern. Ach, super. Das machst du fein. So, da wird dieser Kura gleich von Kindern angegriffen und gesagt... Ja, hier gibt's einen Dingsbums. Du hast nichts gesehen? Diese friedliche Stille. Alphitaria werde ich ständig von diesem Hofmarschall Knock Fleria herumkommandiert. Die reinste Tortur. Ja, das ist doch schön, dass du hier Patrouille hältst. Achso, okay. Bin ich hier rübergegangen oder woanders lang? Nee, ich bin auf der anderen Seite. Kundschaft, endlich! Das Leben hier ist so eintönig, dass ich bald verrückt werde. Was hast du denn? Hast du irgendwas, was ich brauche vielleicht? Jadereif, Silber. Nee. Mithrilirim und den ganzen Scheiß habe ich ja schon. Kämpferwaffen? Nö, der hat nichts Besonderes. Sorry. Na, ihr Kleinen, die fühlen sich hier wohl. Mit meinen Brüdern kann ich den hier vielleicht fangen, aber was dann? Okay. Die sagen sonst nichts Besonderes. Gehen wir nochmal hier runter. Also hier gibt es halt diese leckeren Äpfel. Kommen wir auch nicht hin. Fummer, 2 Kristalle. Ja gut, die brauchen halt viel Land, ne? Die brauchen halt viel Platz für die Landwirtschaft. Das ist klar. Ist auch eine sehr, sehr große Stadt. Ich glaube auch die größte. Ja, ansonsten kann man hier nichts machen. Okay, hier ist auch niemand. Vielleicht auf dem Feld. Wenn ich auf das Feld kann. Ich pflege und hege mein Getreide, als sei es mein eigenes Kind. Super. Ich bin so vergesslich geworden. Ob ich zu viel arbeite? Ja, das Leben hier ist hart. Aber dann denke ich oft an mein Getreide und all das Gemüse, das hier auf mich wartet. Okay. Die haben eigentlich nichts weiter. Jo, das war Fumm. Die Stadt von den Saschas, sozusagen. Genau, hier sind wir rein und dann geht's da lang. So, hier nach rechts können wir nicht, ne? Hier geht's nur raus. Hier geht's raus, okay. Dann geht's da lang und hier runter. Aber ich glaube, hier unten war ich schon. Genau. Alles klar, super. Dann sind wir hier auch für heute fertig. Würde ich sagen. Ja, 53 Minuten, das ist eine super Premiere. Kann man machen. Wurde auch ins Tagebuch eingetragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen. Und ich habe noch ein bisschen zu tun. Ein bisschen quatschen, ein bisschen labern, ein bisschen Endscreen machen. Zusammenschneiden und so weiter und so fort. Und auch ein bisschen recherchieren. Mal gucken, ob ich im Netz irgendwas dazu finde, zu den ganzen Artefakten, die wir gefunden haben. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Ciao mit V. Dreaming of the stars on high that speak to me in secret sighs, drifting on a breeze, only I can feel and
Beating.